Die Begriffe Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer werden oft synonym verwendet. Aus betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Sicht ist das jedoch nicht ganz richtig. Doch worin liegt der Unterschied zwischen der Mehrwert- und der Umsatzsteuer? Grundsätzlich ist die Umsatzsteuer der Oberbegriff, die Mehrwertsteuer hingegen beschreibt die Art, wie die Umsatzsteuer erhoben wird. Die Umsatzsteuer fällt stets an, wenn eine Dienstleistung oder Ware verkauft wird. Die Umsatzsteuer wird dabei prozentual vom Umsatz berechnet und anschließend mit dem Nettopreis addiert. Der reguläre Umsatzsteuersatz beläuft sich auf 19%. Angenommen, eine Schreinerei verkauft eine Leiter für 200 Euro. Die anfallende Umsatzsteuer von 19% beträgt somit 38 Euro, was wiederum mit dem Nettopreis addiert wird. Der Käufer der Leiter muss also den Bruttopreis von 238 Euro bezahlen. Die 38 Euro Umsatzsteuer muss die Schreinerei im Folgenden an das Finanzamt abführen. Allerdings gilt in Deutschland das sogenannte Mehrwertprinzip. Das heißt, dass die Einnahmen und Ausgaben miteinander verrechnet werden. Ein Unternehmen kann die anfallende Umsatzsteuer also als sogenannte Vorsteuer, die das Unternehmen vom Finanzamt erstattet bekommt, geltend machen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Eine Schreinerei verkauft eine Leiter für 200 Euro plus Umsatzsteuer von 38 Euro an einen Baumarkt. Die 38 Euro Umsatzsteuer macht der Baumarkt als Vorsteuer geltend. Die Leiter verkauft der Baumarkt anschließend für 300 Euro plus 57 Euro Umsatzsteuer an einen Privatkunden. Die zu zahlende Umsatzsteuer von 57 Euro wird nun mit der Vorsteuer von 38 Euro verrechnet. Demnach muss der Baumarkt lediglich 19 Euro Mehrwertsteuer bezahlen. Der Baumarkt bezahlt also lediglich die Umsatzsteuer für den erwirtschafteten Mehrwert. Da der Baumarkt die Leiter für 200 Euro gekauft und für 300 Euro verkauft hat, ergibt sich ein Mehrwert von 100 Euro. Die prozentuale Umsatzsteuer beträgt somit 19 Euro. Die einzige Person in der Handelskette, die keine Vorsteuer geltend machen kann, ist der private Verbraucher. Daher trägt der Konsument stets die gesamte Steuerlast. Weitere Informationen finden Sie in anderen Videos unseres Kanals oder auf unserer Webseite.